Hallo und herzlich willkommen zu Super Squad Gaming und Let's Play Dragon Age Origins. Ich bin Iron Maiden und ich heiße euch herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Und wir machen genau da weiter, wo wir aufgehört haben und laufen gleich mal in eine Falle, wie es ausschaut. Auch diese Folge ist wieder mal nachkommentiert. Leider ist Rex nach wie vor nicht mehr... Oh, die Falle löst Kreischer aus. Okay, das ist neu. Ich versuche natürlich, das Nachkommentieren so natürlich wie möglich klingen zu lassen. Ich hoffe, ich kriege es irgendwann hin. Ja, könnt ihr mir ja sagen, ob ich das besser noch... Falle schon wieder ausgelöst? Lass mich verkackern. Ich dachte, die war eben schon ausgelöst. Na egal, dann geht eben jetzt weiter mit den Hurlocks. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass mein Kerl schon mal schneller zugeschlagen hat, als jetzt gerade. Naja, und Shale stärkt halt so, schlägt so stark wie immer zu. Ja, dann schauen wir mal, haben die Kreischer noch was Nettes? Ist die Falle etwa schon wieder aufgestellt, oder was? Na. Komisch, die Falle stellt sich von selber wieder auf. Na wurscht. Was haben wir hier noch? Geld. Okay, keine Sarkophage. Sarkophage die Mehrzahl? Ja, ich glaube schon. Gegner und ein Autosave. Das heißt, das werden wohl nicht allzu wenige sein. Ja, nicht allzu wenige. Okay, Crew, lasst uns auf sie warten und aufs Maul, los! Und aufs Maul! Meiner! Und nochmal meiner, oh ja, yeah, sauber geköpft. Der war gut. Ja, das sieht man richtig schön so, was im Hals drin ist. Das Fleisch von ihnen sieht aber echt nicht gesund aus. So grünlich. Man sollte bedenken, das waren mal Menschen. Ach, bei der einen Genlock. Da können wir gleich endlich reingehen. Okay, zwei Genlock-Monster jetzt halt, aber. Wurscht, Angriff! This is Sparta! Oh, cool, guck mal. Oh, okay, der ist ein bisschen stärker als. Okay, ja, der ist definitiv ein bisschen stärker als gedacht. Dann erledigen wir erstmal die Klappe. Was? Wie bin ich jetzt gerade bitte gestorben? Okay, nicht gut. Wunden Schlag, bitte. Ach, Orgeln wird draufgehen, das sehe ich jetzt schon kommen. Wunden Schlag reinhauen. Ja. Bisschen Stoff schlucken, dann geht alles wieder. Ah, oh, der macht dem Alpha gar keinen Schaden. Vielleicht sollte Shale auch erstmal damit helfen, bevor wir den kleinen Genlock hier angreifen. Es geht Orgeln sowieso nun bald drauf, wie ich das kenne. Und da trifft natürlich Shale wieder nix. Außer jetzt. Und wie kann der so stark sein, Shale umzuwerfen, im Ernst? Und das ist knapp mit Shale gerade. Sehr, sehr knapp mit Shale. Na, dann heißt es jetzt aufs Maul geben, aber richtig. Ach, das sollte eigentlich kein Problem mehr sein. Sollte. Ah, oh, scheiße. Der Shale erledigt. So viel dann auch schon mal zu Orgrim. Block hier. Ja, ist schön, das ist halt der scheiß Stein im Weg, aber der trifft mich natürlich trotzdem immer noch. Alter Kacke, das ist aber knapp. Ja, der reicht noch wenigstens. Alter, macht der Pfeil von dem viel Schaden. Na toll, kein Mana mehr. Okay, erstmal Gesundheit, das ist das Wichtigste. Hauen wir uns doch mal einen Schwachen rein. Magier haben wir bekanntlich nicht so viel Leben. Und dann natürlich noch einen Lyrium-Trank. Und Lyrium haben wir sowieso noch, glaube ich, nie was benutzt eigentlich. Oh, Lyrium hat sie aber, also Mana hat sie echt viel. Und noch Bolzen und nochmal Eis. Moment, jetzt gleich nochmal Eis. Ja, ja. Und noch Bolzen, das war's. 127 EP. Nicht schlecht, aber auch nicht wirklich super gut.
Ne, braucht man nicht. Der hat einiges dabei. Den Wunderschlag nehmen wir schon mal mit. Was den Rest angeht, da sollte ich... Ja, hier kann ich das schlecht vergleichen. Ich habe jetzt hier die Win. Dann nehme ich nachher mal kurz meinen eigenen Kerl und gehe nochmal hierher zurück. Wo liegt er? Ah, da liege ich. Ich bin verletzt. Ja, toll, du bist verletzt. Aha. So, also da ist das Ding ziemlich schwach, was ich hier im Inventar habe. Nehmen wir uns einen neuen Hammer für unseren Orgrin. Nehmen wir ihn nachher dann mal. Speerwerfer. Das ist ein cooler Name für einen Bogen. Fast schon so cool wie Pfähler. So, Reaper weiß, wovon ich da spreche. Egal, den nehmen wir trotzdem mal mit. Was haben wir hier noch? Was können wir hier rauswerfen? Ja, Kriegsbemalung des Sturms. Ja, Elektrizitätsresistenz braucht unser Hund nicht. Schon allein, weil wir ihn sowieso fast nie dabei haben. Was können wir hier rauswerfen? Ah ja, hier so eine Salbe. Oder ein Elixier der Erdung. Braucht man nicht. Was soll hier nochmal? Ach genau, der kleine Schild. Den braucht keine Sau. Was haben wir da hinten? Feuerkristall, kann ich das nehmen? Nee. Na dann. Glaube ich, war es das hier hinten auch schon, oder? Ja, räubern wir noch alle Leichen aus, die es gibt. Nein, die nicht. Da hinten gibt es nichts mehr. Die Truhe kann ich nicht aufmachen. Die Leiche kann man nicht ausplündern und sonst gibt es hier keine Leichen mehr. Ah, da gibt es noch Knochen. Tja, und dann, wo geht es jetzt weiter? Da an der Seite oder vorne? Also da, ich glaube, hier vorne geht es weiter, oder? Ja, sieht ganz danach aus. Dann hauen wir uns doch erstmal nochmal zurück und räumen hier die, ah ja, hier sieht man es doch auf der Karte, ist nur so eine Seitenkammer. Ja, die plündern wir mal davor kurz. Ist ja klar. Zwergischer Helm. Nee. Luizen Gesundheitsrune. Nee. Das ist ja noch ein Sarkophag. Nee. Das hat sich jetzt überhaupt nicht gelohnt, da reinzugehen. Es gibt absolut nichts, was wir brauchen. Aber Orgrin könnte vielleicht die... die massive... Nein. Ah. Oh. Verdammt! Da braucht er noch ein bisschen Kraft. 36 sind's. Aber Kaelins Schild kann er tragen, oder wie? Ich dachte, Kaelins Schild hätte ich schon längst Alistair gegeben. Habe ich dann wohl doch noch nicht gemacht. Muss ich noch machen. Na, egal. Rückstoßschläger. Die schauen ziemlich gut aus. Wisst ihr was? Ich glaube, die ziehe ich mal an. Oder? Ja, definitiv. Die geben ja extra kritische Trefferchance. Das ist ja perfekt für meinen Schurken. Tja, dann. Das erinnert mich gerade hier so ein bisschen an Halo 4, beziehungsweise auch an Halo 1, diese Konstruktion mit diesem Raum, wo man so rumgeht. An das Level 343 Guilty Spark aus Halo 1, um genau zu sein. Aber davor speichern wir nochmal über diesen Spielstand hier drüber. Immer noch sehr sinnvoll, wenn man dass man sich mehrere Speicherstände anlegt und abwechselnd überspeichert. Auf die Weise hat man immer zwei zur Verfügung. Wenn ein Speicherstand komplett im Arsch ist, hat man also noch einen, der funktioniert. Was gibt's? Was? Och, Kreischer? Jetzt im Ernst? Ist es mal schon wieder soweit? Ja, scheint so, als wäre es wieder Zeit. It's raping time! Ja, dann erledigen wir den Mist halt einfach. Dieses Mal laggt er wenigstens nicht so hart. Was? Scheiße, wieso sind schon zwei tot? Da muss aber echt mal ein mächtiger Wundumschlag rein. Puh, das war knapp. Oh Mann, sind die Viecher hässlich. Warum kann ich nicht unsichtbar werden bei den scheiß Typen? Aber die können bei mir schon unsichtbar werden. Okay, einen erledigt. Und Backstab. Endlich. Wow, das ist mal... Guckt euch das mal an, das ist mal ein Leichenhaufen. Plus Blutpfütze. Ein Wunderschlag, nicht schlecht. Oh Mann, sind diese Viecher hässlich. Schaut euch mal das Gesicht an von dem hier hinten. Nee, das erspare ich euch jetzt auf längere Zeit mal gesehen. Genau, jetzt sind wir... Ja, jetzt geht's hier einfach weiter. Schauen wir mal, was kommt als nächstes. Ich habe das Spiel ja schon mal durchgespielt.
Allerdings erinnere ich mich natürlich nicht an diese Details hier unten. Das ist schon nämlich ein ziemlich langes. Ziemlich lang hier unten alles. Hier drinnen gibt es Gegner. Und da kommt Skelett, wenn ich das jetzt richtig sehe. Aber die sehen mich dafür nicht. Ich finde es immer sehr schön, wie Skelette noch immer so komische Stimmen haben können. Ekelhafte. Auch wenn sie eigentlich keine Stimmbänder haben. Oder haben dürften. Naja, doch, sie haben auch noch ein paar Muskeln. Also deswegen haben sie vielleicht auch ein Stimmbänder. Tja, da wollte ich gerade sagen, hat Orgon aufs Maul bekommen, aber kurz darauf hat das Skelett von Shale den Todesschlag aufs Maul bekommen. Aber es scheint nicht so, als wäre es hier schon vorbei. Dunkle Brut, was ist das für eine? Ein Gesandter. Kurloch-Gesandter. Erledigt. Das Skelett, was ist das denn hinter mir? Noch mehr? Willst du mich jetzt warten? So, eins weiter. Ein weiteres ist das. Backstab. Unter die Gürtellinie. Oh Mann, wie viele Schildstöße muss ich noch abbekommen, bis die endlich alle tot sind? Na toll, die Unruhe ging mal ins Leere. Aber die Doppelschläge sind wenigstens effektiver. Naja, gucken wir mal, wie das hier weiterläuft. Rundumschlag. Ja, Geld und... Nein, das braucht keine Sau. Nochmal Geld, yes! Komm schon, nein, Eissalbe. Na, das ist schon eher nach meinem Geschmack hier. Was haben wir noch? So einen Helm will ich auch mal haben, aber ich krieg sowas natürlich nicht. So, hier gibt's noch Geld. Das können wir noch einsacken. Ja, wo geht's weiter? Da hinten geht's weiter, genau. Da gehen wir jetzt auch hin. So. Oh, ich weiß schon, was jetzt kommt. Aber deswegen enden wir an der Stelle auch die Episode. Und was jetzt kommt, das seht ihr dann in der nächsten und übernächsten. Also, ich bin Iron Maiden und tschüss, bis dann.